In diesem Video möchte ich euch eine vermeintliche neue Lebenssimulation vorstellen, bei der ich aber die Echtheit nach dem zweiten Hinschauen stark anzweifle. Vor ein paar Tagen wurde eine vermeintlich neue Lebenssimulation namens People of the Newbury groß auf Twitter geteilt und auch auf YouTube haben viele Sims-YouTuber auf das neue Indie-Spiel reagiert. Laut der Kanalinfo soll man in dieser Lebenssimulation digitale Figuren steuern und durch alltägliche Aktivitäten wie Kochen, Fernsehen oder Rechnung bezahlen begleiten können, also alles ähnlich wie bei den Sims. Auch ein paar Videos sind auf dem Kanal online, die schon einen scheinbaren Erstelle einen Sim-Modus zeigen. Dieser sieht im Video zwar durchaus beeindruckend und detailliert aus, hierzu ist aber auch vielen anderen Simmern auf Twitter etwas Komisches aufgefallen. Wenn man den Titel des Videos plus den Begriff Unreal Engine, auf der das Spiel basiert, in die Google-Suchleiste eingibt, kommt man direkt zur Website des Unreal Asset Stores. Kurz zur Erklärung, in diesem Store können sich Entwickler Modelle, Texturen, Funktionalitäten und vieles mehr, die man für die Spieleentwicklung benötigt, zusammenkaufen. Sich hier zu bedienen ist natürlich an sich nichts Verwerfliches, allerdings macht der Entwickler dieses Spiels das erstaunlich viel. Wenn man jetzt die hier hinterlegten Screenshots mit dem Material aus dem Video vergleicht, fällt auf, dass diese mitsamt der Benutzeroberfläche exakt gleich aussehen. Hier hat also der Entwickler einfach einen Charaktereditor für People of the Newbury gekauft und damit ein Video erstellt. Das lässt sich aber auch bei anderen Videoclips feststellen. Die Tiere, die auf dem Twitter-Kanal als angebliches Feature geteilt werden, kann man ebenfalls im Unreal Store für 5 Euro kaufen. Hier sind nicht nur die Modelle der Tiere, sondern auch die Animationen mit dabei. Und auch mit einem geteilten Screenshot eines Farmhauses, der mittlerweile wieder gelöscht wurde, stimmt etwas nicht. Diese Szene aus dem Tweet wurde nämlich aus dem Unity Asset Store genommen und leicht angepasst, welche man ebenfalls für 75 Euro erwerben kann. Hier wird es aber noch kurioser, das verwendete Farmhaus wurde für die Unity Engine und nicht für die Unreal Engine erstellt, welche beim People of the Newbury Spiel verwendet wird. Das heißt, dass das Haus aus dem Tweet gar nicht wirklich aus dem Spiel stammen kann. Sogar der Entwickler selber hat in einem Tweet erklärt, dass Unity-Objekte nicht in der verwendeten Unreal Engine laufen, womit sich dieser wohl selber ins eigene Bein geschossen hat. Falls dieses Spiel doch noch irgendwann in 2021 erscheinen sollte, werde ich euch dazu natürlich auf dem Laufenden halten, aktuell sehe ich für dieses Projekt aber schwarz. Bisher scheint der Entwickler nichts selber erstellt zu haben und mit Hilfe eingekaufter Assets nur die Sims-Community beeindrucken zu wollen. Klar, theoretisch könnte dieses Spiel immer noch wirklich erscheinen, aber wie soll man jemandem vertrauen, der bisher noch kein einziges echtes Feature, welches nicht aus dem Unity Asset Store stammt, erstellt hat? Vielleicht möchte er einfach nur möglichst viele Leute auf sein Patreon-Profil lenken, über das er an Spenden für sein wackeliges Projekt kommt? Oder will er das Geld ganz für sich behalten? Was denkt ihr über dieses Projekt? Seid ihr auch so misstrauisch wie ich? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.